Hallihallo, meine Tentakling-Clowns. Herzlich willkommen zurück zu Psychon City. Wir haben letztes Mal die Quests gemacht. Moment. Und haben das Spiegelreich freigeschalten. So. Wir müssen jetzt mal gucken. Reisender Air Pigman, intakte Gehirnzellen, kuriose Fundstücke, Feldstudien, Brief aus Oakmont. Ich würde mal. Ich würde mal. Kurz, gerne. Wir könnten eigentlich mal die intakten Ganze machen. Warwick Street zwischen Asher Road im nördlichen Teil des Bezirks Coverside. Warwick Street und Asher Road. In Coverside. Asher Road. Warwick Street. Das müsste hier sein. Das müsste das da sein, ja. Aber ich habe halt kaum mehr Munition. Das ist ein befallenes Gebiet. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, dahin zu gehen, ne? Das ist mir jetzt. Weiß ich nicht, ob das so schlau ist von mir. Aber wann mache ich schon mal was Schlaues? Ja, das ist ja nichts Neues bei mir, ne? Also deswegen. So. Okay. Und jetzt? Jetzt haben wir einen Ladebalken. Komisch. So. Wir landen mal. Bin ich schon hier? Ja, lol. Das ganze Gebiet ist gefallen hier. Oh Gott. Oh Jesus. Au. Irgendwas. Gott, geht weg. Geht weg von mir. Ich interessiere mich echt gern. Dieses blöde Gewehr endlich. Mal droppen wird, hä? Aua. So. Oh Gott. Ich hab's getötet, glaube ich. Ich weiß es nicht.
bin mir jetzt unschlüssig, was ich tun soll. Vorne war noch eine Kiste. Direkt hier. Okay. So. Dann müssen wir mal jetzt schauen, wo wir am besten jetzt hier weiter, was wir am besten jetzt hier weitermachen. Ich müsste mal gucken, die Pfeilmappe. Es passiert in der Tat. Willow Lane zwischen der Herald Street und Bullrock Street im östlichen Teil des Bezirks Red Hate. War ich da schon mal? Das ist ja bis da oben, da war ich noch nie. Shift die Red Queen. Ist echt kompliziert. Ich habe keine Ahnung, was wir machen können. Zwischen den Geschäften der Ward Street, zwischen dem Bourbon Road und Sam Reed Street im Essen. Red Reed Anstern ist genauso. Das ist das. Eine Scheidung ist heute keine Angelegenheit. Ich habe den Eindruck, dass der Tod seines erstgeborenen Sohnes hat. Ein Alter von 7 Jahren bricht mir ein schwerer. Einzig ist die Irrenanstalt von Oakmont einen sehr guten Ruf. Begrüße. Ja, weißt was? Wir gehen mal zu der Irrenanstalt jetzt. Komm. Wir fahren zur Irrenanstalt. Den Kram hier tun wir uns jetzt nicht an. Weil das ist nicht einfach. Das ist überhaupt nicht einfach da. So. Zack. Okay. Das Beste vom Besten in Ordnung. Was ist das? Ist das die Irrenanstalt? Sehe ich die Irrenanstalt hier schon? Ja, gut. Ich bin auf der Suche nach einer gewissen Bethany Throckmorton. Ist sie zufällig unter ihren Patienten? Also, wenn wir eine Throckmorton hier hätten, wüsste ich das. Wobei, wir haben eine Bethany. Oder besser gesagt, hatten. Sie wird vermisst. Und das nicht nach einem ihrer Spaziergänge. Wollen Sie damit sagen, sie ist ausgebrochen? Ja, und dabei hat sie einen Pfleger niedergeschlagen. Im Nu war sie draußen, weil sie uns völlig kalt erwischt hat. Sie war sonst nämlich immer völlig harmlos. Spaziergänge? Lassen Sie Ihre Patienten etwa raus? Ach, Bethany war völlig harmlos. Und sie kam immer zurück. Aber dieses Mal, so kenne ich sie gar nicht. Haben Sie eine Idee, wo sie jetzt sein könnte? Nee, aber sie verhielt sich in letzter Zeit merkwürdig. Sie führte Selbstgespräche und malte ein sonderbares Bild an ihre Zimmerwand. Interessant. Kann ich mir ihr Zimmer einmal ansehen? Ich denke, da spricht nichts dagegen. Es befindet sich im Untergeschoss, abseits von den Zimmern der anderen Patienten. Aber treten Sie nicht auf das zerbrochene Glas. Wiedersehen.
Sehen Sie das auch? Nee. Haben Sie die Bestie nicht gesehen? Nein. Da ist noch so viel drin, dass man ein Pferd außer Gefecht setzen könnte. Das Blut ist fast getrocknet. Pro Spiegel 7 Jahre Pech. Gott sei Dank war ich das nicht. Dem Gesichtsausdruck der Frau nachzuurteilen, wurde das Foto mit vorgehaltener Waffe gemacht. Da hatte jemand die hellste Freude daran, Zeitungsartikel zu verunstalten. Pro Spiegel 7 Jahre Pech. Gott sei Dank war ich das nicht. Muss irgendwas sein, was sie in die Hand nehmen kann. Alles, was ich tue, tue ich für meinen geliebten Hammond. Das darf man nicht vergessen. Wie konnte ich nur denken, dass diesen Schurken Quint die Vernunft stärker ist als Gier. Er gelang in Besitz des Spiegels, wie auch immer er das angestellt hat, aber bei der Übergabe wollte er plötzlich mehr und er besaß sogar die Frechheit, mich zu erpressen, indem er sagte, er könne sich auch einen anderen Verkäufer suchen. Was geschehen ist, ist geschehen. Niemand hat das Recht, sich zwischen Mutter und ihr Kind zu stellen. Frogmortons Trauern. Der junge Hammond Frogmorton, Francis Frogmorton, erstgeborener Sohn, ist tot. Bei einem Familienausflug kam es bei bisherigen unerklärten Ursachen zu einem Unfall, bei dem Hammond zur schweren Verletzung erlitt, dass er trotz aller Bemühungen des Arztes nicht wiederbelebt werden konnte. Die Beerdigung wird gegen Ende der Woche im Kreise der engsten Familie und Freunde stattfinden. In diesen dunklen Stunden voller Trauer versuchen wir dankbar für alles zu sein, was wir haben. Insbesondere für unseren kleinen Robert, teilte Francis Frogmorton mit. Da er nun mein einzigster Erbe ist, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um ihn vor jeglichen Unheil zu schützen. Eine Lösung, mein Kleiner. Versprochen. Erzähl mir mehr. Bleiben Sie stehen. Keine Macht mehr über mich. Ich habe meinen Hammond gefunden. Er hat mir den Weg gezeigt. Randall Glassworks. Salvation Harbor. Es ist nicht zu fassen. Die Antworten existieren dort bereits seit dem letzten Jahrhundert. Zeit, aus der Sache schlau zu werden. Randall Glassworks. Sie haben keine Macht mehr. Bleiben Sie stehen. Bethany ist aus der Irrenanstalt geflohen, nachdem sie in den Besitz von Glovers Spiegel gelangt ist. Ihr nächstes Ziel scheint eine Fabrik namens Randall Glassworks zu sein. Randall's Glassworks. Ich würde gern was looten, aber hier gibt's nichts zum Looten.
Offensichtlich hat Bethany eine Leidenschaft für Spiegel. Wissen Sie etwas darüber? Oh ja, die Arme. Sie ist felsenfest davon überzeugt, dass ein Junge namens Hammond in ihren Spiegeln lebt. Jeden Tag hat sie mit ihm geredet. Verstehe. Wiedersehen. Alle Hinweise gefunden. Passen Sie auf Ihre Sachen auf. Manche der Patienten hier haben lange Finger. Spielen wir. Das Ende ist nah. Und dann beginnt wieder alles von vorn. Was unten ist, gelangt empor. Gieße mich. Schau nicht nur meine Blätter an. Hören Sie das? What the fuck? Gieße mich. Mein Kopf. Ich höre immer noch diese Stimmen. Es hängt alles davon ab, wie wir die Dinge sehen. Hier kann ich hier nichts looten? Neun, zehn, elf. Was kann ich für Sie tun? Das war das Erste, was ich hier looten konnte. Komisch. Okay. Gesammeltes. Fallmappe. Entscheidung. Viel brach aus der Innenstadt aus, um Randall Glassberg im Bezirk Salvation Harbor zu sein. Sie meint, dass sie dort ja unten. Also, Salvation Harbor. Hier. Wir könnten also nach Salvation Harbor Nord. Nehmen wir natürlich die Schnellreise und gehen dahin jetzt. Au. Als ob ich mir Schmerzen zugefügt habe. So. Salvation Harbor Nord. Hier. Müssen wir hin. So, da sind wir in Salvation Harbor Nord. Hm.
und suchen diese blöde Fabrik. Ist das vielleicht sogar die hier schon? Glaube auch nicht, oder? Oh, nö. See ya. Passiert. Oh lol, jetzt bin ich hier irgendwo rein schon wieder. Muss ich hier rein? Nicht so aus, oder? Hier war ich doch schon. So, wir suchen jetzt diese blöde Fabrik. Unbedingt. Glasswork. Nicht jetzt. Zack. Also hier schon mal nicht. Gehen wir halt woanders lang. Haben Sie ein Problem? Ja. Hier rempeln wir auch noch an. Haben Sie ein Problem? Na klar. Wir müssen auf jeden Fall hier bleiben. Was ist denn das hier? Ist das vielleicht die Glaswork? Guck mal, wir haben so viele Sachen hier. Irgendwie markiert sind, sonst wo. Das mache ich jetzt erstmal weg hier. Das hier zum Beispiel, das können wir rausnehmen. Zack. So. Wir müssen da lang. So, aber wir sehen uns dann einfach im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.